ist doch Monster! Das ist der Feueralarm! Lasst alles stehen und liegen und raus hier! Oh Gott, Feueralarm! Brennt's an der Monsterhai? Hatten wir noch nie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster High. Aller Anfang ist schwer. Gehe zum Cheerleader-Training. Da wird es heute für uns weitergehen. Ich bin sehr gespannt, ob die Geschichte irgendwie mit Cleo weitergeht. Denn ihr wisst ja, irgendwie war Cleo komisch. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was verraten in den Kommentaren. In den letzten Folgen. Habt ihr teilweise auch. Aber ich möchte es trotzdem spannend halten für all diejenigen, die das Spiel noch nicht gesehen haben. Deswegen verrate ich euch auch nicht. Aber ihr habt mir ein bisschen was verraten. Wir werden sehen, was passiert. Hallo Cleo, na, geht's dir besser? Fühlst du dich gut, Cleo? Du schienst durcheinander, als du gestern die Cheerleader verlassen hast. Worüber redet ihr? Du weißt alles über Spectra. Niemand will dich verärgern und wir machen uns wirklich Sorgen um dich. Was ist mit Spectra? Ihr wisst, dass wir nicht miteinander auskommen. Ich spreche kaum mit diesem Monster. Ich will ja nicht in ihrem Block landen. Warum sollte ich mich ihretwegen aufregen? Vielleicht bin ich einfach nur verwirrt. Mach dir keine Sorgen. Sicher, was auch immer. Jetzt zu wichtigeren Dingen. Es wird Zeit zu trainieren, Monster. Die Monster Nationals stehen bevor und wir haben endlich die letzten drei Cheerleading-Schrittfolgen. Jetzt können wir die ganze Abfolge üben. Na los! Okay, dann wollen wir mal üben. Tappa Tappa ist der erste Schritt. Ich werde leider wieder die Musik einblenden. Also diese Rockmusik, die passt irgendwo noch zu Monster High. Damit man das richtige Monster eigentlich nicht hören kann. Einfach nur, weil sonst das Video gesperrt werden würde. Leider. Aber gut. Wenigstens kann ich euch trotzdem diese Freude bereiten und euch das zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber jetzt Konzentration. Denn wir zeigen, wie wir tanzen können. Wer ist da? Wow. Ich versuche irgendwas zu erfinden zu dem Lied. Pfeil und Bogen ist der neue Schritt. Und wir sind Monster. Und schreiben unser eigenes Monster-High-Lied. Ja, wir wollen gemeinsam tanzen. Hier. An der Monster-High. Ja, passt nicht ganz. Oh Mann, habt ihr schon mal ein eigenes Lied geschrieben? Also nicht zum Monster, sondern vielleicht zu einem anderen Text, also zu einem bereits bestehenden Text, eine eigene Melodie geschrieben oder einen Text, wie gesagt. Schreibt es in die Kommentare und schreibt auch gerne, was euer Lieblingslied war. We are Monsters, we are Monsters, we are proud, we are Monsters, say it loud. Na, ich bin nicht der beste Sänger, ich weiß. Beeindruckend. Ich denke, du bist bereit für eine größere Herausforderung. Und nochmal den Tappa-Tappa-Schritt. Schau mal, wie wir winken. Hier, das ist fast wie Macarena. Schau mal, wie sie mit den Händen macht. Hier, jetzt macht sie so. Wow, könnt ihr so hoch mit dem Bein kommen? Wie sie? Lass es knallen. Okay, Moment, ich probiere es mal auf. Also ich komme nicht so hoch. Probiert das mal aus. Ich komme nicht so weit von nach oben. Auf jeden Fall interessant. Together. Das ist ein tolles Lied. Vor allem finde ich diese Schuhe interessant. Ich habe so richtige Tanzschuhe. Aber trotzdem in High-Heel-Format. Das heißt, gar nicht so einfach, sich darin zu bewegen. Aber gut, wir scheinen anscheinend geübt zu sein. Und jetzt die Tischplatte. Achtung, der Tischplatten-Move. Könnt ihr auch so springen und beide Beine in der Luft halten, so wie jetzt Katze, also meine Monster-Figur. Ich glaube, das ist nicht so schwer, wie das Bein ganz nach oben zu bekommen, also vertikal nach oben. Das kann man nur hinbekommen, wenn man sich regelmäßig streckt und dehnt. Vielleicht macht ihr das. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, falls ihr da richtig sportlich seid. Bin sehr gespannt. Fantastisch! Mein Geist, ich denke, du bist bereit. Oh, Schule aus? Was ist das? Feueralarm! Los doch, Monster! Das ist der Feueralarm! Lasst alles stehen und liegen und raus hier! Oh Gott, Feueralarm! Brennt's an der Monsterhai? Hatten wir noch nie! Was ist denn los? Schnell raus hier! Stopp! Wo ist Cleo? Hat jemand Cleo gesehen? Nicht seit wir die Cafeteria verlassen haben. Wohin könnte sie gegangen sein? Wir müssen sie finden! Trennen wir uns. Damit decken wir eine größere Fläche ab. K-
Klingt gut. Neue Ghoul, du gehst zum Basketballfeld zurück. Claudine, du nimmst den Klassenraum. Frankie, du überprüfst die Studierhöhle. Und ich suche in der Bibliothek. Seid alle vorsichtig. Viel Glück. Ja, lasst uns los. Oh Mann, Cleo, warum ist die jetzt verschwunden? Ist ja echt komisch. Spectra? Was macht die denn hier? Hey Spectra, Feueralarm, hallo. Entschuldige, hast du was gesagt? Was ist los? Ich wollte gerade ins Badezimmer. Dann wurde alles unscharf. Was mache ich hier? Warum ist der Alarm so laut? Ich muss hier raus. Ja, der Alarm ist wirklich laut. Schnell, wir müssen los. Achtung, Schüler. Entschuldigt den Feueralarm. Er scheint aus Versehen von einem der Schüler ausgelöst worden zu sein. Bitte begebt euch zurück in die Schule. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Das ist alles. Oh, dann hat's also doch nicht gebrannt. Aber trotzdem komisch, wo ist Cleo? Ich dachte, sie rennt mit uns raus. Hier kommt erstmal der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch mehr Monster High wollt. Oh, da vorne ist Cleo. Dann erst recht einen Daumen hoch da lassen. Hey Cleo, wo warst du denn gerade? Was ist mit Cleo los? Warum schaut sie so komisch? Cleo, was ist los mit dir? Oh, Cleo, du bist in Sicherheit. Ich war sehr besorgt. Cleo, was geht hier vor? Du bist bei der Abschaltung des Feueralarms verschwunden und wir haben dich alle gesucht. Findest du das witzig? Falls ja, ich bestimmt nicht. Ganz richtig. Wir dachten wirklich, dass du dich verirrt oder verletzt hast. Das ist wirklich uncool, Cleo. Was wollt ihr damit sagen, liebe Monster? Ich habe mich hier nicht wegbewegt. Nun, liebe Monster, ihr scheint wegen des Feueralarms alle durcheinander zu sein. Das ist nur verständlich. Ich wage die Vermutung, dass die Fortsetzung des Trainings völlige Zeitverschwendung wäre. Zweifellos war das zu viel Aufregung für eure hübschen kleinen Köpfe. Warum geht ihr nicht alle nach Hause und ruht euch aus? Wir treffen uns morgen Mittag zum Training. Das ist dein Ernst, Cleo? Was ist denn los mit dir? Manchmal frage ich mich, warum ich mich überhaupt um diese Monster bemühe. Klingt aber sehr negativ, deine Einstellung. Cleo scheint es schlechter zu gehen. Was geht hier vor sich? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Irgendwas läuft doch schief, oder? Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Cleo. Ein Gedächtnisverlust ist nicht gut. Nein, überhaupt nicht gut. Und lustig ist das erst recht nicht. Was mit dir, Claudine? Was sagst du dazu? Es nervt mich wirklich sehr, wie Cleo sich verhält. Vielleicht sollte ich die Cheerleader anführen. Ja, vielleicht wäre das besser. Du hast ja auch Pfeffer. Du hast Temperament, meine Liebe. Claudine. Gut. Wenn das so ist, dann würde ich erstmal sagen, verlassen wir das Cheerleader-Training. Wow, dieser Feueralarm war aufregend und ausnahmsweise hatte ich mal nichts damit zu tun. Gina Fire etwa? Ich weiß nicht, Ed. Hä? Vielleicht gab es einen Unfall in der Hauswirtschaft. Schreibt Hughes. Nee, wir waren's nicht. Ed Hef at Gina Fire. Hier ist alles cool. Vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Und Venus mit Flytrap? Ich habe Spectra bei der Evakuierung am Feueralarm gesehen. Ed Hughes, meinst du, sie würde so etwas tun? Was sagt Spectra? Alles nur Gerede, Ed Venus. Ich war auf der Spur einer neuen Story im Monster-Schüler-Café, als es passierte. Entschuldigung, Ed Spectra. Ich wollte keine Gerüchte verbreiten. Und das von einer absoluten Klatschtante, Ed Venus. Immer erstmal nachdenken, bevor du sowas schreibst. Ja, da hat sie vielleicht ein bisschen recht. Eilmeldung, Ed Monster, falscher Feueralarm. Wer ist der namenlose Scherzkeks? Boom, 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 Feueralarmstreich. Was für ein Hashtag, Feueralarmstreich. Hashtag Feueralarmstreich. Oh Gott, oh Gott. Geh zum Kochclub. Dann mal los. Der Kochclub wartet bereits auf uns. Nordhalle, Level 1. So. Was wollten wir im Kochclub eigentlich nochmal machen? Hab ich schon wieder vergessen. Wir sollten da irgendwas helfen, oder? Wir haben für irgendwas Kekse gebraucht, aber wir haben vergessen für was. Also Kekse nicht, wir haben noch irgendwas anderes gebraucht. Spaghetti? Haben wir das schon verteilt? Ich weiß nicht. Wir gucken nach. Mal gucken, was heute passiert. In Hauswirtschaft, im Kochclub. Hey, Dios. Na, alles gut bei dir? Oh, Katze, du kommst gerade richtig. Wir kochen jetzt das Spezialgericht. Ach, Spaghetti also. Hey, Monster, machen wir uns an die Spaghetti. Okay, ich habe die Töpfe für die Pasta. Zwiebeln schneiden. Ich reduziere die Tomaten.
Echt gruselcool, oder? Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich glaube sogar, wir können mehr Aufträge annehmen. Und ich hatte gedacht, was, wenn wir die Lieblingsessen der Schüler kochen würden? Das wäre krank. Katze, du musst die Schüler fragen, was sie am liebsten essen. Wir werden ihnen das Beste der Bestie servieren. Okay, bin schon dabei. Prima, husch zurück, wenn du fertig bist. Machen wir. Dann machen wir mal eine kleine Umfrage, was unsere lieben Monsterchen denn am allerliebsten essen. So, vielleicht kann ich die zwei Damen schon mal fragen. Wobei, nee, die möchten nicht. So, ein Geist. Oh, Ectofruit. Oh, Moment, der Pfeil zeigt da rein. Wir sollen direkt im Café fragen. Monster-Schüler-Café. So, und unser Monster-Schüler-Café in der Monster-High-App sah ein bisschen schöner aus. Findet ihr nicht auch? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Gleiche denkt. Und falls ihr nicht wisst, was ich meine, dann schaut mal mein Let's Play dazu an. Engelskuchen. Okay, Spectre sagt einfach nur Engelskuchen. Das ist sie anscheinend am liebsten. Seit ich auf der Monster-High bin, habe ich echt viele Freunde. Das freut mich zu hören. Ja, wir haben ja mal die Monster-Schüler-High-App gespielt, also Monster-Mania. Müssen mal gucken auf meinem Kanal. Geht dann einfach mal auf die Startseite meines Kanals und dann findet ihr die Playlisten. Ich glaube, das ist in der Playlist für Grundschüler oder für Kinder ab 10 Jahren. Da findet ihr das Let's Play, also die Playlist dazu. Mindestens 42,7%. Ja, ja. Oh, da vorne. Hey, ich vergesse deinen Namen immer. Gilda. Wildbeeren-Klee-Smoothies. Oh, so ein Smoothie wäre jetzt echt gut. Ah, mit frischen Obst. Lecker Schmecker. Wow. Ich habe jetzt Lust auf Smoothie. Was ist euer Lieblingssmoothie? Erdbeer, Banane, eine Mischung. Erdbeer, Banane, also Kiba. Ne, Kiba ist Kirsche-Banane. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich liebe Bananen. Bananen sind meine Lieblingsfrucht. Lieblingsobst. Der Chillkäse brunzelt. Was? Chillkäse? Okay, Chillkäse. Also eine besondere Art von Käse. Wahrscheinlich sind das so Scheiben. Ansonsten, wen könnten wir noch fragen? Den Automaten. Was magst du so? Gar nichts. Okay. Er spuckt einfach nur Münzen aus. Wen kann ich noch fragen? Wir brauchen noch mehr Meinungen. Zurück zum Kochclub. Anscheinend haben wir genug Meinungen. Ah ja, wir sollen zurück zu Deuce kehren. Habe ich gar nicht gesehen. Erst jetzt. Hey, Deuce. Ah, da bist du wieder. Was hast du herausgefunden? Wow, eine Sargladung voller Buhfrüchte. Das wird großartig. Danke für deine Hilfe. Sehr gerne. Ziel erreicht. Kehre zu Deuce zurück. Sehr schön. Und eine neue Meldung im Newsfeed. Kochclub präsentiert Menü aus Live-Speisen der Mitschüler. Ich freue mich auf Hashtag Engelskuchen. Gil Weber schreibt, ich hoffe, sie haben gutes Seegras in der Küche. Das Zeug, das sie benutzen, ist eine Kaulquappe zu salzig. Tut mir leid, Edgil. Du kannst mir glauben, monstergute neue Dinge werden kommen. Und Katie Noir, ich freue mich auf meine mit Käse überbackenen Pommes. Adios. Wow. Ich denke, ein Foto des Monster-Schüler-Cafés wäre heute angebracht. Hashtag Lornas tägliche Bombe. Oh, die Lorna. Haben wir Lorna eigentlich schon mal getroffen? Irgendwie, hä? Haben wir Lorna getroffen? Ist sie im Modeclub? Oder, ach, keine Ahnung. Wer ist Lorna eigentlich in der Monster High? Ist sie da bekannt? Ist sie eigentlich ein beliebter Charakter? Also ich kenne mich zwar ein bisschen aus, aber nicht so sehr wie wahrscheinlich die hartgenossenen Monster High-Fans hier unter uns. Entschuldigt bitte. Aber ich habe vieles über Monster High gelernt durch die Spiele dazu. Vor allem die Namen habe ich mir gemerkt und in der App habe ich auch mal die Steckbriefe vorgelesen von den einzelnen Monstern. Und falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut unbedingt mal rein in die App, wie vorhin schon gesagt. Da haben wir über jeden Charakter ein bisschen was erzählt, auch über die Dozenten, also über die Lehrer. Und Miss Bloodgird habe ich ein bisschen was erzählt. Und da habe ich vieles lernen können über diese Serie. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Meine Lieben, das war's mit der Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Monster High. Und rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos in der Playlist. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Und ihr abonniert kostenlos den Kanal. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.